Hallo und herzlich willkommen zurück bei Children of Silentown. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, wortwörtlich, nachdem wir über die Mauer in Olivias Garten geklettert sind. Und ja, schauen wir uns doch mal hier oben, was wir Schönes finden. Olivia mag ihre Blumen sehr. Diese hier ist ganz besonders hübsch. Deswegen nehmen wir sie jetzt erstmal mit. Ich erzähle ihr lieber nicht, dass ich mir eine davon genommen habe. Besser ist das. So. Die Tür ist voller Schlösser. Olivia muss wirklich große Angst vor den Monstern haben. Und wir haben noch einen Sticker gefunden. Das ist doch sehr schön und ich glaube auch schon fast, das war es dann damit. Gut. Olivia könnte jederzeit hier auftauchen. Ich mache mich lieber aus dem Staub. Gut, dann... Genau, schnappen wir uns wieder unseren Enterhaken. Weil wir wollen ja keine Beweise zurücklassen. Sehr schön. Oh. Gut. Mein Verbrechen bleibt ein Geheimnis. Ich hoffe, das war es wert. Das hoffe ich auch. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt unseren schönen Enterhaken gleich komplett vernichten. Ich hatte eigentlich fast gehofft, wir behalten den, aber naja, man kennt es ja in solchen Spielen. Hast du es einmal benutzt, ist es wertlos und kann weg. So. Und die Blume, die geben wir doch jetzt bestimmt dem Opa hier. Entschuldigung, ist das ein Tibeskus? Wo hast du die her? Lass mich sehen. Das ist ja wirklich ein Tibeskus. Wusstest du, dass die Schnittblumen einen ganzen Monat überleben können, wenn man sie richtig behandelt? Leider wird es mir nicht gelingen, sie so lange am Leben zu erhalten. Sie hätte es gewusst. Sie? Wer? Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Wen meintest du vorhin? Er hört nicht mehr länger zu. Okay, er hört nicht länger zu, aber wir haben ja unsere Lieder. Schauen wir erstmal, ob er irgendwas Schönes denkt. Oder ob das die gleichen Gedanken sind wie vorher auch. Okay. An den Gedanken hat sich nichts geändert, aber dann können wir bestimmt hier wieder so ein wunderschönes Objekt-Rätsel machen. Mit einer Tür dieses Mal. Okay, also wir müssen... Okay, wir müssen das Ding in der Mitte theoretisch nicht drehen. Aber das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, sozusagen. Das hier müssen wir einmal drehen und das hier theoretisch auch einmal. Ach nee, gar nicht. Wir müssen einfach nur das einmal drehen und das einmal drehen. Nein! Verdammt. Okay, dann einmal zurück, dann müssen wir 1, 2, 3 mal und dann setzen wir da ein Ding rein und dann setzen wir da eins rein und dann passt das immer noch nicht. Mist. Gut, dann drehen wir es halt einfach dreimal. Das war so gewollt. Tatsächlich. Nein, natürlich nicht. Das war Glück. Jetzt erinnere ich mich. Aha, dann können wir doch jetzt bestimmt mit ihm einmal reden. Ja, ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Dann fragen wir doch mal nach der Person. Wer hat dir all diese Dinge über Blumen beigebracht? Meine Schwester sagte immer, dass das Geheimnis in der Menge an Wasser liegt.
Es braucht nicht viel, sonst faulen sie. Sie war eine richtige Blumenliebhaberin. Und nicht nur das, sie hat sich um uns alle gekümmert, als wären wir Blumen in ihrem Lieblingsgarten. Aber dann hat sie uns nur Unkraut zurückgelassen. Sie ist im Wald verschwunden. Sie war so verantwortungsbewusst und doch ist sie so leicht vom Weg abgekommen. Sie hat uns im Stich gelassen. Ich habe ihr nie vergeben. Wie ist das passiert? Diese verfluchten Monster. Hast du nicht versucht, sie zu retten? Kleines Mädchen. Monster existieren und man kann sie nicht besiegen. Es wird sie da draußen im Wald immer geben. Deshalb gibt es Regeln, um zusammenzuhalten. Vergiss das nicht. Dafür habe ich keinen Platz. Vielleicht sollte ich sie wegwerfen. Nein, ich nehme sie. Ja, wie dem auch sei. Okay. Das ist natürlich schade, aber ich finde es echt immer wieder erstaunlich, dass die Leute dass den verschwundenen Leuten die Schuld daran gegeben wird, dass sie verschwinden. So von wegen, sie haben es verdient. So, ich erinnere mich, wir müssen noch irgendwie an ein schnelles, kleines Tier rankommen, damit wir bei dem Rennen der Jungs mitmachen können und auch von denen entsprechend Informationen bekommen. Ich frage mich jetzt nur, wie kommen wir an ein schnelles, kleines Tier? Ich meine, wir haben die Blume, mit der können wir bestimmt irgendwas anfangen. Die Frage ist nur was. Ich laufe einfach mal planlos durch die Gegend. Vielleicht mit einem Huhn. Vielleicht mit einem Huhn. Können wir... Oh Mann, ich hätte irgendwie gehofft, wir können einen Huhn daraus locken. Sieht aber nicht danach aus. Schade. Haben wir sonst noch was? Naja, wir haben die Blume, wir haben Kekse. Da ist unser Papa drin. Da dürfen wir ja nicht rein. Bekommen wir vielleicht hier hinten irgendein Viech raus? Sieht bisher nicht so aus. Vielleicht können wir irgendwie nochmal mit Silver sprechen, ob der einen Tipp für uns hat. Mal gucken. Ich wollte dir ein paar Fragen stellen. Okay. Wir wollen ihm doch keine Fragen stellen. Schade. Ich meine, immerhin kommen wir ja schon mal hier raus. Beziehungsweise an ihm vorbei. Hat Raven noch was? Wie ist das Rennen? Langweilig. Okay, sie hat auch nichts. Das ist eine Rennstrecke, die anderen benutzen, um Tiere gegeneinander antreten zu lassen. Okay, ich kann theoretisch beide herausfordern. Die Frage ist, mit was? Wir versuchen es einfach mal. Hilft dem Igel dabei, das Rennen zu gewinnen. Wie denn? Das ist sehr einfach. Drücke X so schnell du kannst, damit der Igel schneller läuft. Oh Gott. Los, Igel! Igel, renn! Ja! Los! Es ist so süß, dieses Geräusch. Du schaffst es. Ja, gewonnen. Ja, sehr cool. Und reicht das jetzt schon, um Informationen zu kriegen? Ich habe gewonnen. Stimmt, nicht schlecht für ein Mädchen. Was kannst du mir über die Monster erzählen? Und nicht etwa dieselben alten Geschichten über Gebrüll und Entführungen. Das weiß ja jeder. Ach ja, glaubst du das wirklich? Du wurdest in das Licht geführt. Das ist nur ein Märchen, das uns die Erwachsenen erzählen. Sie benutzen die Monster, um diejenigen verschwinden zu lassen, die sie nicht mögen. Wenn sie genug von dir haben, holen sie dich aus deinem Haus und die Monster erledigen den Rest.
Was? Wovon redest du da? Die Erwachsenen. Sie hassen uns und wollen uns an der kurzen Leine halten. Ich glaube nicht. Hast du einen Beweis dafür? Ich weiß es einfach. Das reicht mir. Wenn du weiterhin an den Märchen über gute Eltern, die ihre Kinder lieben, glauben willst, dann nur zu. Ich weiß, welches Spiel sie spielen und mich führen sie nicht mehr hinters Licht. Aber merk dir eins, wenn sie mich eines Tages loswerden wollen, werden sie mich nicht finden. Ich werde mich in diesen Gassen verstecken und sie werden mich niemals erwischen. Ich weiß nicht, ob ich Reds Geschichten glauben soll. Ich hoffe nicht, dass wir die glauben können. Ehrlich gesagt, das wäre sonst wirklich... Ja, nicht so schön. Also überhaupt nicht schön. So. Und jetzt fordern wir nochmal Black heraus. Und müssen diesmal dem Frosch dabei helfen. Oh Gott. Ist der Balken voll, springt der Frosch weiter. Umso besser dein Timing, desto weiter springt der Frosch. Ja, dann versuchen wir es mal. Timing ist ja nicht ganz so meine Sache. Hä? Ach so, okay. Na, schaffen wir das noch? Nein! Oh, okay, das muss ich nochmal machen. Aber jetzt habe ich den Dreh raus, also... Alle guten Dinge sind zwei. Schauen wir mal. So. So. Geht doch. Ich hab gewonnen. Jetzt erzähl mir alles, was du weißt. Du hast geschummelt. Willst du etwa vor Red weinen? Also, du hast gesagt, dass du ein Monster gesehen hast. Wie hat es ausgesehen? Es war gruselig. Wenn nachts jemand verschwindet, kann ich hören, wie es auf den Knochen seiner Opfer herumkaut. Es hat den Kopf einer riesigen Spinne, lodernde Augen und lange Schleimtentakel. Der Anblick allein würde dich zum Schreien bringen. Black... Hast du mich etwa herausgefordert, nur um mir das zu erzählen? Du bist ein Lügner. Du willst doch bloß Red und seine Gruselgeschichten nachmachen. Wage es ja nicht, mich ein Lügner zu nennen. Dann hör auf, dir Geschichten auszudenken. Ich habe deine Herausforderung gewonnen und jetzt wirst du mir ein Geheimnis erzählen. Ein richtiges Geheimnis, oder ich werde jedem erzählen, dass du ein Lügner bist. Du bist gemein. Okay, okay. Du kennst doch Blue. Was ist mit ihm? Ich kenne ein Geheimnis. Er war Lukas' einziger Freund. Du weißt schon, der Bäckerssohn, der verschwunden ist. Wirklich? Das wusste ich nicht. Er hat es nie erwähnt. Ich habe sie nur durch Zufall zusammen gesehen. Genau hier, auf dieser Straße. Luca war seltsam. Wenn man mit ihm befreundet war, haben alle auf einen herabgesehen. Aber Blue ist zu dumm, um sich darüber Gedanken zu machen. Luca, er war immer so schüchtern. Er hat nicht zu unserer Gruppe gehört, aber ich kann mich noch gut an sein Verschwinden erinnern. Naja, Lukas' Poster wurde erst ein paar Tage nach seinem Verschwinden aufgehangen, aber seltsamerweise hatte Blue da schon aufgehört, hier nach ihm zu suchen. Was ist daran so seltsam? Ich glaube, dass Blue von Lukas' Verschwinden wusste, noch bevor es die Erwachsenen taten. Vielleicht hat er irgendwas Mysteriöses herausgefunden? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich werde ihn fragen. Danke, Black. Das wird ja immer verworrener hier. Also, nichts wie weiter zu Blue. Vielleicht erfahren wir dann ja noch etwas mehr. Na, wow, hier kommt das Monster. Kann ich dir noch mal ein paar Fragen stellen? Okay. Hast du jemals mit Luca gesprochen? Ja, manchmal. Wart ihr befreundet? Naja, vielleicht. Zumindest war er mein Freund. Er war gern allein. Ich glaube, er war außerdem älter als wir. Ich habe ihn bewundert. Er hat mir eine Menge übers Verstecken beigebracht. Und übers Zelten auch. Ich weiß, dass er nicht gerne bei den anderen war, aber bei mir war er anders.
Natürlich hat er mich trotzdem wie ein Kind behandelt, aber ich glaube, dass er mir vertraut hat. Aber ich muss zugeben, dass ich ihn nie ganz verstanden habe. Er hat oft über Dinge geredet, die ich nicht verstand. Es tut mir leid. Ich hätte mit dir darüber reden sollen, sobald er verschwunden ist. Das hast du ja nicht wissen können. Niemand wusste es und ich habe nie viel darüber geredet. Weil ich glaube, es war meine Schuld. Warum? Hast du etwas Falsches getan? Nein, ich habe nichts getan. An einem Tag war er da und am nächsten Tag, puff, war er weg. Ich weiß nur, dass die Leute um mich herum verschwinden. Einer nach dem anderen. Also vielleicht liegt es an mir. Ich habe große Angst davor, allein zu sein. Daran liegt es nicht, da bin ich mir sicher. Ich werde jedenfalls nicht verschwinden. Danke, Lucy. Wie ist Luca verschwunden? Hast du jemals herausgefunden, wie es passiert ist? Die letzten paar Tage lang hat er von seltsamen Dingen erzählt. Seltsamer als normal. Außerdem habe ich ihn auch nicht viel zu Gesicht bekommen. Eines Tages ging ich zu unserem üblichen Treffpunkt, aber er war nicht da. Und all seine Dinge waren verschwunden. Das war seltsam. Ich habe lange nach ihm gesucht, konnte ihn jedoch nirgends finden. Ein paar Tage später hing sein Poster überall und alle meinten, dass er verschwunden wäre. Ich hatte es mir fast schon gedacht. Erinnerst du dich an irgendetwas Ungewöhnliches? Naja, nur an die Dinge, über die er gesprochen hat. Er erzählte mir von dem Brüllen aus dem Wald und dass man, wenn man genau hinhört, mehr darin erkennen kann. Wie etwa ein Lied. Ich habe lange über seine Worte nachgedacht. Und weißt du, ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass der Wald einen hinters Licht führt. Erst hört man seine Stimme und dann verschwindet man. Bis später. Okay. Ich glaube, ich habe genug Beweise gefunden. Und es wird langsam dunkel. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Okay, dann haben wir diesen Abschnitt scheinbar auch geschafft, nach einigen Komplikationen eventuell. Aber das ist doch schon mal sehr schön. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt zu Hause auf uns wartet. Gut, Papa ist noch nicht zurück. Heute habe ich viel gelernt. Also, mal sehen. Der Wald führt dich hinters Licht. Was das wohl zu bedeuten hat. Und dann sind da diese Stimmen. Vielleicht täuschen die Monster die Leute und verschleppen sie dann in den Wald. Vielleicht ist Mama das auch passiert. Wenn das stimmt, dann müssen wir sie retten. Alle haben gesagt, dass wir nicht nach den Vermissten suchen sollen, aber... Wir müssen es versuchen, da bin ich mir sicher. Ich brauche einen Rucksack, einige Essensrationen und wenn ich Papa davon erzähle, ob er wohl mitkommen würde? Papa, hi! Lucy, bist du jetzt also endlich zu Hause? Ich war unterwegs und habe nach dir gesucht. Tom hat dich auf seinem Feld gesehen. Hast du meine Nachricht nicht gelesen? Warum hast du das Haus verlassen? Nein, so war das nicht. Ich war zu Hause und dann ist Olivia zu Besuch gekommen. Sie sagte, dass es wichtig sei, also habe ich nach dir gesucht. Aber du warst beschäftigt und als ich wieder nach Hause kam, war Olivia schon gegangen. Bist du sicher? Absolut, ja. Okay, ich werde sie nachher besuchen. Hey, möchtest du wissen, was heute passiert ist? Ich habe herausgefunden, wie Mamas Lied weitergeht. Nicht. Nein, stopp. Aber es ist Mamas Lied. Lucy, ich bin nicht in der Stimmung. Oh. Sag mir, wo hast du das gelernt? Von dieser seltsamen alten Dame. Sie hat gesagt, dass sie Mama die ganzen Lieder beigebracht hat. Du hast mit dieser verrückten Alten geredet? Lucy, du darfst ihr nicht zuhören. Halte dich von ihr fern. Aber vielleicht weiß sie Dinge über den Wald. Vielleicht könnte sie uns helfen. Genug. Du wirst nicht mehr mit ihr reden. Basta.
Nein. Hm? Immer muss ich auf dich hören, aber nie gibt es einen Grund dafür. Lucy. Keiner der Erwachsenen erzählt uns irgendetwas. Ständig sagt ihr uns nur, was wir tun sollen, aber wenn Leute verschwinden, steht ihr nur untätig herum. Und Mama, Mama ist verschwunden und niemand sucht nach ihr. Sie wartet auf uns, sie braucht Hilfe. Ich weiß nicht, wo Mama ist. Lucy. Lucy, hör mal. Ich weiß, dass du antworten willst. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Sie ist wichtig, also hör gut zu. Hier, setz dich eine Weile hin. Die Geschichte beginnt, als ich in deinem Alter war. Weißt du, deine Mutter und ein anderes Mädchen waren gut befreundet. Dieses Mädchen war meine Schwester. Wir haben auch geglaubt, dass das, was die Erwachsenen taten, nicht ganz richtig war. Also weiß ich gut, wie du dich fühlst. Eines Tages, als ein anderes Kind verschwand, entschieden wir, nach ihm zu suchen. Wir waren davon überzeugt, dass es das Richtige war. Aber wir lagen falsch. An diesem Tag kam meine Schwester nie wieder. Glaube mir, wenn ich dir sage, dass ich weiß, wie du dich gerade fühlst, Lucy. Aber deine Mutter und ich mussten lernen, dass die Regeln dieser Stadt das Einzige sind, das uns zusammenhält. Es ist unmöglich, diejenigen zu finden, die verschwunden sind. Monster existieren, aber solange wir uns benehmen, werden sie uns nichts antun können. Verstehst du das? Versprichst du mir, dass du nicht nach ihr suchen wirst, Lucy? Ja. Stimmt es, dass der Wald früher anders war? Ist das noch so eine Geschichte von der verrückten alten Frau? Ihre Worte sind nur Fantasie. Aber wir müssen zusammenhalten und der Wahrheit ins Auge sehen. Keine Lieder mehr, keine Nachforschungen. Das ist nur zu deinem Besten. Lass mich dich bitte beschützen, ja? Ich vermisse sie. Ich vermisse sie auch. Ach Mensch. Und damit verschwinden unsere zwei Lieder als Option. Das ist doch nicht fair. Die Arme, ey. Wie es aussieht, sind jetzt ein paar Tage, Wochen, vielleicht Monate vergangen. Ich hoffe, keine Jahre. Und wir finden uns in Kapitel 4 wieder. Mit einem erneuten Albtraum, in dem wir erstmal wegrennen, wie es aussieht. Und wir bitten um Hilfe. Die Stimmen aus dem Wald. Ich habe sie letzte Nacht wieder gehört. Sie sind gruselig und wehmütig. Ich habe es versprochen. Keine Fragen mehr. Ich wünschte, sie würden aufhören.
Squinty ist nicht in meinem Schrank. Seltsam. Wer weiß, wo er abgeblieben ist. Das werden wir in der nächsten Folge einmal rausfinden. Für diese Folge, ja, befinden wir uns jetzt am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss.